Hallo Leute, ich bin Frau Zimmi, das hier ist A Month in Games, die April-Ausgabe, viel Spaß! Dann kommt raus, Nintendo legt wieder was drauf, und zwar ist es Kirby und der Regenbogen Penis. So, willkommen zum April, Ende April vielmehr. Was habe ich eigentlich so im April gezockt? Womit habe ich mich beschäftigt? Und vor allen Dingen, womit habt ihr euch eigentlich beschäftigt und womit solltet ihr euch beschäftigen? Ich habe diesmal natürlich auch wieder was zu trinken dabei, ne? Hier. Aber diesmal habe ich da Wasser eingefüllt und kein Kaffee. Die Tischdecke ist mittlerweile wieder getrocknet und alles ist gut und alles in trockenen Tüchern. Aber egal, wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Spiel, was ich mir geholt habe im April. Das war natürlich hier. Hier seht ihr es stehen. Das ist Mortal Kombat X von Warner Brothers. Da habe ich mich mega drauf gefreut. Und zwar habe ich mir die Collector's Edition gegönnt. Ja, ich habe dazu kein Unboxing gemacht, weil Unboxings, ne, zu dieser Collector's Edition gab es in Tonnen auf YouTube. Da muss ich nicht auch noch eins machen. Aber ich selbst bin ganz großer Mortal Kombat Fan der ersten Stunde. Ich habe damals meine ersten Mortal Kombat Versuche sozusagen auf dem 486er PC gemacht und es fing dann an mit Mortal Kombat 1, dann ging es weiter mit Mortal Kombat 2 und auch auf dem Super Nintendo und so weiter. Und ich kann euch aber mal sagen, was in dieser Box hier drin war. Das war, ich habe es bestellt aus Amazon Frankreich, habe es ziemlich günstig geschossen sogar. Es hat so um die 100, 110 Euro gekostet. Da war diese geile Scorpion-Figur drin, diese Statue, diese kleine. Die ist ziemlich geil gemacht. Ich hoffe, ihr könntet das hier so einigermaßen sehen. Natürlich ist Scorpion, ne, so ein Publikumsliebling. Wobei ich sagen muss, ich bin ganz großer Sub-Zero und Raiden-Fan. Das sind so meine Lieblinge. Und Kano sogar auch, den kann keiner leiden. Aber so, das sind so meine drei Favorite Characters, ja. Was war da noch drin? Da war hier dieses Steelbook drin, das ist limitiert irgendwas und ja, die große Verpackung. Dann war hier noch ein Comic von Mortal Kombat drin, ja. Ist auch ganz cool gemacht. Also ist auf jeden Fall was für Sammler. Ich habe es hauptsächlich, muss ich sagen, wegen der Figur gekauft, die Collector's Edition. Und nicht wegen irgendwelchen Download-Inhalten und so weiter. Und da muss ich auch gleich dazu sagen, Mortal Kombat X war ja ganz klar in der Kritik, natürlich auch zu Recht in der Kritik, weil Warner Brothers, das war ja auch bei Batman so, das war bei Injustice so, dass diese ganzen Download-Contents, das war ja ein riesengroßer Aufreger, ja. Es gab Charaktere, die man frei schalten konnte, beziehungsweise per Download kaufen konnte, ja, die aber schon vorab auf der CD installiert worden sind oder schon auf der CD drauf waren. Das war ja damals bei Street Fighter X Tekken nicht anders. Das war ja mit Pac-Man und Mega Man, glaube ich, war das genau. War ja genau derselbe Scheiß. Ich habe dazu auch mal früher einen Vlog gedreht, wo ich mich über diese Download-Inhalte aufrege. Ich kann es euch natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung packen, wenn ihr Bock habt, mich wieder ausrasten zu sehen. Aber wie gesagt, ich warne euch vor, das ist ein relativ altes Video mit ziemlich crappy Qualität. Ist aber egal. Wenn ihr gute Qualität sehen wollt, kann ich euch gerade mal zu diesem Thema hier den Teledude empfehlen, weil Teledude hat nämlich ein Video gemacht. Deswegen möchte ich mein Month in Games jetzt nicht so sehr mit diesem Inhalt hier belasten von Mortal Kombat. Aber er spricht über das ganze Thema mit dem Mortal Kombat X und den Download-Kram und so weiter. Und dass sich auch viele Leute verarscht fühlen, die sich halt diese Special Edition oder generell eine Edition gekauft haben, wo diese Charaktere drauf waren, die man auch nicht im deutschen Store übrigens einlösen konnte. Es geht dann nur, wenn ihr einen Ami-Account habt oder sowas. Und dazu verlinke ich natürlich mal vom Teledude das Video. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Also er spricht mir da aus dem Herzen und ich denke mal euch auch. Solltet ihr euch das angucken. Er quatscht dann ein bisschen über dieses Thema. Ja, und so viel zum Thema Mortal Kombat X. Ich kann nur sagen, ich als Fan von Mortal Kombat, ja, finde das Spiel super geil. Ich habe da meinen Spaß mit.
trotz diesen ganzen Mankos, die ich erwähnt habe, ich habe da Riesenspaß mit. Ich finde das super toll und das Gameplay wie Injustice und so weiter kann man sich das vorstellen. Super flüssig gemacht, die Cutscenes sind klasse, die ganzen Modi, die dort beinhaltet sind, sind super toll. Also ich muss sagen, zu meinem Teil, dass ich richtig Spaß mit dem Spiel habe und noch haben werde. Und mit Figur und so weiter war das für mich vollkommen okay und ich bin da nicht gefrustet oder sowas. Aber ich kann, wie gesagt, auch andere Meinungen verstehen, ja. Dann habe ich mir noch gekauft, natürlich nur als digitalen Inhalt, hier auf dem 3DS ist es, kam von Nintendo raus die neuen Street Pass Games. Und einmal ist das Zombies und einmal, wie hieß es nochmal, Ein fetter Fang, genau. Das sind zwei neue Street Pass Games, die endlich erschienen sind im April. Und ich als alter Street Pass Fan fand das natürlich klasse, endlich seit Release des 3DS mal wieder neue Spiele zu bekommen für Street Pass, ja. Zombies ist folgendermaßen, es sind alles Minispiele. Ihr könnt natürlich, jeder weiß, wie Street Pass funktioniert, oder? Ich glaube, ich muss euch das jetzt nicht hier groß noch erklären, wie Street Pass funktioniert. Ihr trefft Leute, die auch ein DS anhaben oder auf Standby-Modus oder halt den Drahtlos-Modus aktiviert und könnt dann mit den getroffenen Leuten Minispiele absolvieren. Und bei Zombies ist das folgendermaßen, ihr trefft jemanden, der gibt euch eine Waffe und ihr prügelt euch mit dieser Waffe durch kleine, ja, Areale, wie zum Beispiel ein Einkaufszentrum, ein Parkplatz und so weiter. Also es ist echt eines der besten Streetpass-Spiele, muss ich sagen. Also ich finde das richtig cool, das ist ein richtig cooles Spiel, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ein fetter Fang ist so ein kleines Angelspiel, wie wir es von Legend of Zelda ein bisschen kennen, ja. Ihr bekommt durch das Treffen der verschiedenen Personen Köder und mit diesen Ködern könnt ihr dann halt Fische fangen. Klingt banal, ist es auch. Aber macht trotz allem Spaß. Wer da halt Spaß an Street Pass Games hat, kann sich das auf jeden Fall holen. Hat mich insgesamt, was hat es denn gekostet? Ich glaube pro Spiel 3 Euro, also 6 Euro. Das war so ein Dankeschön-Paket. Also ihr könnt mich auch gerne korrigieren, ob ich die Preise jetzt so richtig genannt habe. Aber eigentlich kosten die Spiele so um die 5 Euro für ein Street Pass Spiel. Wenn ihr keinen Street Pass spielt, dann hat es euch eigentlich auch gar nicht groß zu interessieren. Aber ich bin halt Fan davon. Und was ich als nächstes gespielt habe, ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen länger draußen. Das ist Shovel Knight. Das habe ich auch mal in einer Review vorgestellt. Wie gesagt, Links baller ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Klickt da eigentlich überhaupt jemand von euch drauf? Das weiß ich auch nicht. Fick mir in den Arsch. Ja. Und ich link euch das jeden Fall rein. Shovel Knight auf der PS4 habe ich es gespielt. Ich habe es schon lange auf PC Steam gehabt. Das war ja auch ein Kickstarter-Projekt von der netten Firma, die sich Yacht Club Games nennt. Das ist halt so ein, wie kann man es sagen, 2D-Side-Scroller in Mega Man-Manier mit super geiler Musik und so weiter. Wenn ihr meine Review kennt, ich habe es total abgefeiert, das Spiel. Und liebe es immer noch. Es ist an einigen Stellen, oder es wird beziehungsweise immer schwerer, wenn nicht zu sagen, sogar bockschwer. Die Leute, die mich währenddessen am Party-Chat dran hatten, die könnten das bestätigen. Ich habe bei dem Spiel, gerade in den letzten Welten, ich habe geschrien, ich habe geheult, ich habe aus Verzweiflung gelacht und ich habe mein Sofakissen verprügelt. Das ist wirklich wahr. Und aber trotz allem hat mich das Spiel so motiviert. Vor allen Dingen hatte ich halt Bock, weil ich ja eher der Konsolenspieler bin, das Spiel auf Konsole auch zu haben. Und ich spiele halt hauptsächlich, meine Hauptkonsole ist natürlich die PS4. Ich habe zwar auch eine Xbox One und so weiter, aber die habe ich eigentlich nur für Exklusivtitel gekauft. Also ich bin hauptsächlich auf der PS4 unterwegs und das hat dann noch so einen kleinen Gimmick, die PS4-Version, dass dann halt da Kratos auftritt. Und letztens wurde bestätigt, gerade vor ein paar Tagen, dass eine Xbox One-Version kommt und dort die Battletoads vertreten sind. Auch ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Shovel Knight, ich liebe es super gerne, das Spiel. Ich liebe es super gerne. Gutes Deutsch, Timmy. Ich liebe das Spiel. Und ja, wenn ihr da so Bock habt auf ein Spiel in Retro-Touch, Mega Man-Touch,
eine Herausforderung, dann sind da auf jeden Fall die 10 bis 15 Euro super gut angelegt. Und ich kann es euch nur auch wieder mal ans Herz legen. So, die nächste Sache, die ich gespielt habe. Wie ihr seht, habe ich hier eigentlich kaum Spiele, die ich euch in die Kamera halten kann. Eigentlich gar keins, weil ich viel Download-Titel geholt habe. Weil der Monat April ist ja ziemlich release-arm. Februar war ja auch nicht März. März war ja auch nicht so der Burner gewesen. Aber ich muss sagen, das ist so, ich mag diese ruhigen Monate zwischendrin, weil da kann man viel nachholen, da kann man sich viel, da kann man viel fertig spielen und so weiter. Da wird man nicht so gehypt von einem zum nächsten Spiel und muss nicht so abhetzen mit dem Zocken und so weiter. Ich bin ja eh ein Spielefresser, aber ich fand es auch mal angenehm, mal mir ein bisschen Zeit zu nehmen und einfach mal mich an ein Spiel festzubeißen. Und zwar kam dann wieder von Nintendo kam was Neues raus und erstmal das Streckenpaket 2 von Super Mario Kart, sind wir auf dem Super Nintendo oder was? Mario Kart 8 auf der Wii U, das Streckenpaket 2 habe ich mir geholt und uns wurde spendiert von Nintendo der 200 Kubik Cup, den ihr erst spielen könnt, wenn ihr die 150er freigespielt habt und danach kommt der Spiegel Cup und dann der 200 Kubik Cup. Und ich muss sagen, Asche über mein Haupt, ohne Scheiß, ich schaffe noch nicht mal die 150er alle auf Gold zu spielen. Ich bin da irgendwie schlecht drin. In den Spiegelstrecken komischerweise bin ich besser. Aber ich habe auch mit ein paar Zuschauern, kann ich jetzt mal hier, ich weiß nicht, ob ihr zuguckt oder so, habe ich auch mal online gespielt oder mit dem Killer Dani online gespielt, mit der Mützi online gespielt. Also wir hatten da einen riesen Spaß dran, auch an den neuen Strecken. Und sind auch natürlich wieder Retro-Strecken vorhanden, wie der Babypark und so weiter. Super cool und was mir halt immer noch ein bisschen auf der Wii U fehlt, ist der Sprachchat, aber da ist Nintendo natürlich ziemlich eisern und sagt, nein, wir sind Familienunternehmen, wir wollen das nicht und man könnte ja unflätige Wörter im Chat benutzen und so Sachen, ja. Also haben wir dann einfach über Skype uns unterhalten und haben dann Mario Kart gespielt. So, was habe ich noch als nächstes gespielt? Das waren echt nicht viele Spiele im März, ja. Ich hiel immer mal hier auf meine Liste. Natürlich könnte ich... Könnte ich wieder einen Aufreger des Monats bringen, liebe Freunde, ja? Aber ich glaube, ich wiederhole mich, seit die Amiibo draußen sind, wiederhole ich mich mit diesem leidigen Thema Amiibo, ja? Es kam natürlich wieder eine neue Serie Amiibo raus, ja? Und zwar ist das einmal der Klurak, ja? Klurak kam raus. Dann Wario, ich liebe Wario, die kamen beide raus und warum ich nur die beiden zeige, hat folgenden Grund, weil den Rest der Serie, wer kam noch raus? Es kam Darren raus, der auch irgendwie Robin genannt wird. Dann kam raus Pac-Man kam raus und Ness von Loch Ness, ihr wisst schon. Ness kam raus und die drei habe ich definitiv nicht gekriegt, weil... Ich weiß ja auch nicht, ohne Scheiße, ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen, ja. Man hat ein festes Release-Date, das war, glaube ich, der 20.04. Von dem Start der Amiibo-Serie, ja, von der neuen Serie, ja. Und da gab es Geschäfte, die haben eine Woche vorher die Dinger rausgeballert, dann ist wieder die Sache, ja, hier überall vorab reservieren. Ich habe bei zwei Geschäften vorreserviert, ja, weil ich dachte, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich es doppelt habe, weil ich ja auch Freunde habe, die Amiibo sammeln. Ich wink hier mal zum Killer Dani, ich wink hier mal zum Lee, ja, wir sind sehr Amiibo gestört und oder hier generell auf Facebook gibt es immer Leute, die suchen unbedingt noch Amiibo zum bezahlbaren Einkaufspreis von 12 bis 15 Euro und ich habe bei zwei Online-Shops bestellt, um einfach sicher zu sein, dass ich die Serie komplett habe. Beide Online-Shops, die vorher schon das Geld natürlich von mir per PayPal eingezogen haben, ja, haben bis heute nicht geliefert und ich wette euch, das wird genauso sein. Ich nenne es beim Namen, das ist Saturn und das ist Computer Universe. Die beiden, die kann man sowas von in die Tonne treten. Ja, selbst Saturn, die Märkte von Saturn, hatten eine ganz geringe Stückzahl von Nintendo bekommen.
von den Amiibo und die waren einfach innerhalb von einem Tag schon restlos ausverkauft. Wenn die Dinge auf Amazon gelistet sind, dann dauert das keine Viertelstunde, da sind die Teile einfach weg und nicht mehr zu haben. Also, wenn jemand von euch, ich kann jetzt gerade einen Aufruf starten, diese Amiibo noch hat oder sie tauschen möchte, ich habe sogar Rosalina noch und ich habe noch Lucario, wenn er die mit mir irgendwie tauschen möchte, schreibt mich einfach mal an unter zimmy@powerup.de und ich würde mich freuen, weil ich bin ja natürlich, ich bin so dumm und ich bin Amiibo addicted, ja, muss ich ja zugeben, ja, und mich fuchst das und mich regt das wirklich auf, dass ich meine Serie nicht komplettieren kann. Aber wiederum habe ich News für euch, habe ich heute im Netz gelesen, Nintendo plant, und zwar Richtung Sommer, Amiibo nachzuproduzieren, falls ihr es noch nicht wusstet. Die ist brandaktuell, die News. Und vielleicht haben wir dann mal als Sammler die Chance, uns da zu komplettieren zum normalen Preis, weil die Dinger sind unfassbar, unverschämt teuer. Es gibt Leute, die horten sich die in Massen, kaufen die sofort auf und verkaufen die später bei eBay und Co. sau teuer weiter. Ja, also ich habe letztens gesehen, Lee hat mir ein Bild geschickt, die neue Serie von den Amiibo, ja, hat jemand verkauft, hat einen Einkaufspreis 15 Euro pro Figur, sagen wir mal, bezahlt und hat die für 220 Euro komplett verkauft. Also, ne, die Leute, die lachen sich natürlich auch den Arsch ab. Normalerweise dürfte man diese ganze Scheiße nicht unterstützen. Aber ich liebe die Dinger halt. Das tut mir wirklich leid. Und ja, wie ihr seht, das war es eigentlich, was ich so im April gespielt habe. Ich habe mich wirklich an ein paar Spielen hier festgebissen und habe es ruhig angehen lassen. Das tat auch mal ganz gut. Ja. Und gestern, muss ich jetzt noch dazu erwähnen, das wollte ich eigentlich mit in den April aufnehmen. Ja. Mediamarkt, ich habe es euch gepostet auf Facebook, also auf meiner Facebook-Like-Seite habe ich gepostet, dass Mediamarkt eine 3-für-49 Aktion hatte. Das heißt, ihr kauft 3 Spiele und legt 49 Euro hin. Ja? Und da ich berufstätig nicht zum Mediamarkt in der Nähe kam, hat der Ferno sich angeboten, hat gesagt, ey, ich hol dir die Dinger, sag mir, was du möchtest, ich stehe gerade hier und bring dir die mit, ja. Und ja, er hat es leider nicht geschafft. Der kam gestern Abend, stand auf einmal vor meiner Haustür, kam vorbei und hat mir die Spiele hier in die Hand gedrückt. Er wollte es schon vorher verschicken, aber momentan streikt übrigens die Post, ne? Möchte ich mal angemerkt haben, ich glaube schon seit einer Woche oder sowas. Und er hat es einfach mir jetzt mal vorbeigebracht. Leider konnte ich die jetzt nicht mit in den April einbringen, diese Spiele. Aber ich zeig's euch trotzdem mal, weil ich mich tierisch kaputt lachen musste. Das ist halt so typisch Ferno. Ich habe mir gekauft für die PS4 die Amazing Spider-Man 2, weil ich wollte einfach mal testen, wie das Spiel ist. Ich hatte mal echt Bock mal wieder auf ein Marvel-Superhero-Spiel, ja. Und ich hoffe, man kann das sehen. Ferno hat das hier ein bisschen verschönert. Ja. Er hat gesagt, ich soll die Pimmel zählen, ja. Hier steht sogar drauf Fickerman, ja. Habe ich mir geholt. Spider-Man 2 für die PS4. Und dann habe ich gedacht, damit nicht so Flaute auf der Xbox One bei mir herrscht, holst du dir doch endlich mal ein paar Xbox One Spiele. Wie gesagt, die 3 Dinger haben 50 Euro gekostet. Kann man voll nicht meckern, ja. Habe ich mir geholt. So, Zoo Tycoon, ja. Ich hoffe, ich kann es jetzt nicht so weit sehen, ja, aber ich hoffe, ihr könnt das Cover erkennen, wie wunderschön dieses Spiel hier ist. Wie gesagt, die werden jetzt alle demnächst gezockt von mir und dann kann ich euch vielleicht in der nächsten Ausgabe von A Month in Games, in der Mai-Ausgabe, was dazu erzählen. Und zwar das nächste Spiel ist Project Spark, ja, wie man sehen kann, Project Spank, ja, und ich bin mal gespannt, wie die Spiele sind. Ich hatte mal Bock drauf. Und dann schauen wir einfach mal, ja. Das war's vom April großartig. Aber ich liefere euch noch eine kleine Vorschau auf den Mai. Und zwar kommt raus das neue Call of Duty DLC Add-on. Ja, Ascendance heißt das. Das hat 4 neue Maps, das hat eine neue Waffe, es hat einen neuen Exo-Zombie-Modus, Infection
Und ich muss ja sagen, von wegen infiziert und so ein Kram, ne? Ich bin ja auch jetzt mittlerweile Call of Duty Multiplayer infected. Und kommt sogar, glaube ich, wenn nicht heute, sogar morgen raus. Nee, Mai. Ja, 1. Mai. Kommt es nicht im 1. Mai raus? Laber ich hier gerade Scheiße? Wo bin ich? Was ist eine Playstation? Wer seid ihr? Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, habe ich eigentlich Bock drauf, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon wieder 15 Euro für ein DLC ausgeben soll. Ich muss mal so in meiner Online-Freundesliste mal nachforschen, wer sich das dann so alles holt, weil wenn ich die Einzige bin, die sich den DLC holt, dann brauche ich den DLC auch nicht. Aber wenn ich ein paar Leute habe, die mit mir spielen, hole ich mir das auf jeden Fall. Dann kommt raus, wo ich richtig heiß drauf bin, Wolfenstein The Old Blood kommt raus. Sah schon mal vom Trailer her richtig Porno aus und mir hat ja auch das letzte Wolfenspein. Ey, was habe ich heute nur? Tut mir leid, es ist heute, irgendwie ist es sehr chaotisch hier heute bei mir und unstrukturiert. Es kann auch daran liegen, dass ich irgendwie voll durch bin gerade und unbedingt das noch aufnehmen wollte. Ja, jedenfalls mochte ich das alte Wolfenstein, das wollte ich sagen. Und ich stelle diese Tasse jetzt ganz langsam und behutsam ganz weit weg ab. Ne? Ihr wisst ja, was letztens passiert ist. Ihr Schweinebacken habt euch kaputt gelacht, ja. Dann kommt raus im Mai Life is Strange, die 3. Episode. Habe ich mega Bock drauf. Brauche ich gar nicht zu erwähnen, dass ich dieses Spiel liebe, ja. Und ich bin gespannt, wie es da in der Story weitergeht. Dann kommt raus, Nintendo legt wieder was drauf. Und zwar ist es Kirby und der Regenbogen Penis. Ich wollte keinen Cut machen, das bleibt alles drin. Oh mein Gott, ich fange gleich an zu heulen. Ich darf mich jetzt nicht einlachen hier. Okay. Kirby. Semi-Cooldown. Kirby und der Regenbogen Pinsel kommt raus. Boah. Oh mein Gott. Okay. 1, 2, 3. Okay. Kirby und der Regenbogenpinsel kommt raus. Und das Spiel habe ich mir auf dem letzten Nintendo-Event schon angezockt gehabt. Das war, wann war das denn? Ferno und ich waren zusammen bei Nintendo. Fuck, Alter. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war. War das noch letztes Jahr oder ganz früh diesen Jahres? Jedenfalls das Video dazu linke ich euch in die Beschreibung rein. Da könnt ihr schon mal den Ersteindruck übrigens von uns sehen, wie wir die neuen Nintendo-Spiele so finden. Da ist zum Beispiel Kirby und der Regenbogenpinsel dabei, ja. Und was auch rauskommt, später noch, aber nicht im Mai, ist ich fange gleich wieder an zu lachen. Ist Yoshi's Woolly World und so weiter. Linke ich euch in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr da Bock drauf habt, mal einen Ersteindruck und ein erstes Gameplay vor allen Dingen zu sehen und auch von zu Splatoon und so weiter, guckt den Link an. Ich habe da einen kleinen Bericht zu gemacht. Warum auch immer, frage ich mich auch so. Da draußen sind das sau viele Nintendo-Fans, ja? Dann zeige ich euch mal Gameplay und bringe euch das näher. Und dann interessiert es euch nicht, weil ihr lieber im Internet Trailer guckt. Aber okay, ist jedem seine Sache und es hat auch mit Spoilern gar nichts zu tun. Dann kommt auf jeden Fall raus, ich habe hier meine Liste, The Witcher. Oh mein Gott, The Witcher kommt raus. Vor ein paar Tagen habe ich ja ein U-Turn dazu gedreht, wo ihr auch ein bisschen Gameplay logischerweise seht und die Kommentare von den Leuten. Wie sie sich so auf The Witcher freuen. Aber ich bin jemand, der freut sich auch megamäßig auf The Witcher. Ich habe das letzte Gamescom letztes Jahr angezockt. Ich habe Gameplay gesehen. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit, verdammt viel Arbeit in dieses Spiel reingeflossen ist. Und das ist ein Spiel, Leute. Es ist so ein Highlight schon des Jahres für mich. So unter anderem neben Batman und so Sachen. Und Mad Max wird bestimmt auch ganz lustig und so. Aber worauf ich hinaus wollte, The Witcher freue ich mich übelst drauf und wird bestimmt ein Spielstundenfresser werden.
Dann kommt noch raus Project Cars, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele momentan noch auf der Xbox One Forza. Da habe ich jetzt momentan nicht so Bock drauf und vor allen Dingen hat mich Drive Club auf der PS4 so übelst abgefuckt, dass ich eigentlich momentan nicht so Bock habe auf ein Rennspiel. The Crew habe ich auch geknickt, ja. Also ich glaube, Project Cars ist so neben Forza so der nächste Rennspieltitel, der auch richtig, richtig gut gehen wird und richtig gut sein wird. Es gibt eine Menge Autos, eine Menge Strecken und so weiter. Aber es ist, glaube ich, ein Titel, den ich aufgrund von genanntem The Witcher hinten anstellen werde und mir echt mal für einen schmalen Taler holen werde, weil ich noch mit Rennspielen bedient bin. Dann, wie eben schon erwähnt, Splatoon kommt raus und Splatoon hat auch 3 Amiibo. Es hat einmal den Jungen und das Mädchen als Hauptcharakter, also diese Spielcharaktere von Splatoon sind mit drin, also 2 Amiibo. Und wenn man sich natürlich diese Special Edition von Splatoon holt, da ist ja nochmal ein exklusives Amiibo drin, wie es bei Mario Party 10 auch der Fall war. Das gibt es bestimmt wieder später einzeln zu kaufen. Da ist dieser kleine Splatoon-Tintenfisch als Amiibo-Figur drin. Ich meine, diese Figuren sind echt super geil gemacht, aber wie gesagt, ich könnte mich jetzt wieder über Amiibo aufregen, aber ich will mich jetzt nicht darauf einschießen. Ich habe in den letzten A Month in Games gesagt, ich freue mich eigentlich auf Mighty No. 9 und ist jetzt folgendermaßen, es sollte ja eigentlich schon rauskommen, aber es jetzt definitiv kommt Mighty No. 9 raus für alle Plattformen im September. Wir kriegen es sogar ein paar Tage später als die Amis. Ich glaube, die Amis kriegen es am 15. September, wir kriegen es am 18. September. Das Ganze wird verlegt von Deep Silver und ich freue mich mega auf das Spiel. Tut der Stimmung keinen Abbruch, spiele ich es halt später. Aber war ein super geiles Kickstarter-Projekt und ja, kommt endlich raus. Und ich glaube, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ich habe euch nicht wieder so dicht gelabert. Ihr könnt natürlich zu allem Scheiß hier eure Meinung in die Kommentare klatschen. Ihr wisst ja, ich beantworte alle Kommentare, auch wenn es bei mir immer ein bisschen länger dauert. Und ich lese alle Kommentare und ich muss auch nochmal ein Lob wieder mal an euch loswerden. Es macht tierisch Spaß, mit euch zu schreiben. Es sind auch viele witzige Kommentare drin, wo ich mir halt wirklich den Arsch ablache, wo ich selbst als Videoersteller sehr viel Spaß dran habe, ja. Auch mal von euch was zu bekommen, wo ich dann lache, weil sonst bringe ich euch ja irgendwie immer zum Lachen. Manchmal unfreiwillig, manchmal freiwillig und beinahe hätte ich schon wieder das Ding hier umgeworfen. Ich muss mal aufpassen, dass ich mich nicht hier so als gestikuliere. In diesem Sinne, haut rein, habt einen schönen Mai, tanzt in den Mai, sauft in den Mai, macht was auch immer ihr wollt in den Mai. Und in diesem Sinne, keep on talking, eure Frau Zinni, macht's gut! Übrigens, so sieht das hinter den Kulissen aus, ja? Und hier gucke ich genau rein, wenn ich mit euch spreche. Aber was ich eigentlich von euch wollte, ist, ich habe noch immer kein Intro zu dieser Serie. Wenn ihr kreativ seid und ein cooles animiertes Intro machen könnt, ich schiel mal zu dir, Alex, Teledude. Oder Dattelclub, keine Ahnung. Wenn ihr da Bock drauf habt, mir ein Intro zu machen, wäre ich euch super dankbar. Und ich bin da nämlich super schlecht drin. In diesem Sinne, ich hau ab jetzt hier, aber wirklich.